Hey Leute, warte hier, willkommen zu meiner Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video werde ich euch was zeigen, was ich persönlich unfassbar lustig finde. Und zwar gibt es ein Geheimnis auf der neuen Map, mit dem man sehr viel Schwachsinn machen kann. Und das will ich euch heute einmal vorstellen. Und ich kann schon mal sagen, ich persönlich finde das sehr, sehr lustig. Und wenn ich was sehr, sehr lustig finde, dann ihr ja hoffentlich auch. Und das wird auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Denn vor ein paar Tagen ist ja ein neues Update ins Spiel gekommen. Es gibt zwei neue Maps. Einmal den Bazaar und einmal das überflutete Tal. Und beim überfluteten Tal kann man was machen, was halt einfach richtig, richtig cool ist. Wir machen es auch mal auf leicht, weil ich will es ja einfach nur zeigen. Und das leicht halt, glaube ich, echt schon am besten. Erstmal müssen wir natürlich irgendwas platzieren, damit wir nicht Game Over gehen. Kleiner Funfact übrigens, ihr könnt die Nagelfabrik hier hin platzieren. Und wenn ihr die so skillt mit cleveren Nägel, ich meine, die hittet oben. Hittet die nicht? Hittet nicht? Und ich jetzt schwöre, ich glaube, wenn Alchemist die boostet, dann fliegen die Nägel nach oben. Okay, was wir jetzt erstmal brauchen, ist viel Geld. Denn, ich kann es einmal nochmal kurz zeigen, wenn man hier auf die Stelle klickt, whoop, und dann hier hinklickt, whoop, man muss beide Knöpfe auf einmal drücken, dann kommt ein großer Schalter. Und wenn man den drückt, passiert was. Ich denke, die meisten können es sich denken oder haben es schon gesehen, aber ich werde gleich was zeigen, was ihr, glaube ich, noch nicht so gesehen habt in der Form. Und das persönlich finde ich sehr, sehr lustig. Und das wird wirklich extrem cool. Okay, aber erstmal brauchen wir dafür eine ganze Menge Geld. Und ich mache aber, glaube ich, noch, weil ich einfach will, dass der auch die Nägel da hochwirft, mache ich einfach kurz noch ein Affendorf hin, dass seine Reichweite krasser wird. Ist halt ganz nett, einfach eine Nagelfabrik da auch am Start zu haben. Falls ihr übrigens auch noch was machen wollt, was ihr noch nicht gemacht habt, dann drückt doch mal bitte den Abo-Button, falls ihr neu seid. Wird mir persönlich weiterhelfen. Mein Ziel für das Jahr sind die 150.000 Abonnenten und nur die Hälfte aller Zuschauer haben überhaupt abonniert. Das heißt, falls neue bist und Content zu Bloons magst, kannst du dir mal ein Abo da lassen. Wird mir extrem weiterhelfen. Geld, 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 Geld. So, machen wir unsere erste Plantage. Die machen wir nach hier unten. So, wir brauchen den wahren Sonnengott. Ich will den wahren Sonnengott dafür haben und den brauchen wir auch. Das heißt, wir brauchen eine ganze Menge Kohle, um das zu zeigen. Aber ich sage ganz ehrlich, es lohnt sich. Es lohnt sich, auf den wahren Sonnengott da zu sparen, denn es ist wirklich sehr, sehr lustig, meiner Meinung nach. Okay, mein ursprünglicher Plan war eigentlich, alles voll zu machen mit den Handelsschiffen. Das machen wir aber vielleicht ein andermal, denn für Leute, die es nicht wissen, die Handelsschiffe, die machen Kohle und ich habe das auf einer anderen Map mal gemacht. Und da konnte ich 50.000 pro Runde machen. Hier auf dieser Fläche ist ja, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Und das könnte man vielleicht schlagen von der Kohle. Eventuell macht man hier auf der Map mehr als 50.000 pro Runde. Nur mit den Handelsschiffen. Würde ich ganz gerne rausfinden, aber das machen wir dann wirklich ein andermal. Denn heute machen wir was anderes. Was eigentlich, finde ich persönlich, krasseres. Ja, machen wir mal da, tut euch die Nägel. So, Runde 40 geschafft. Hey, es war nicht die Gefahr. Es war klar, es ist passiert. So, wir brauchen jetzt aber deutlich mehr Kohle. Wir hängen mit der Kohle, glaube ich, echt sogar ein bisschen nach. Wir brauchen mehr Plantagen. Da ist noch Platz. Ich habe den Pixel gesehen. Ey, Spiel, ich habe den Pixel gesehen. Da ist der... Na gut. Ist ein bisschen mehr als ein Pixel. Ist hier Platz? Da unten? Okay, dann machen wir es so. Wir brauchen halt wirklich ungefähr so 500.000, um da klar zu kommen. Ich kann den Knopf auch nur nicht drücken. Da müssen wir halt wirklich noch was vorarbeiten. Klingt komisch. Ist aber so. Aber wenn ich den Knopf drücke, werdet ihr wissen, wieso. Wirklich. Das macht dann Sinn. Aber ich werde ihn drücken gleich. Keine Sorge, Leute. Das haben wir hier, die fliegende... Spukgestalt ist das, ne? Ja, Spukgestalt. Das reicht erstmal. Wird nicht für immer da sein, tatsächlich. Aber solange es da ist, ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, mehr Geld, mehr Geld. Okay, wie machen wir denn mehr Geld? Wir können hier das ganze Handelsgedöns verbessern, ne? Ja. Ja, ja, ja. Dann machen wir noch eins davon. Bam, 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 bam. Dankeschön, okay. Und dann würde ich sagen, verbessern wir die Plantagen jetzt langsam. Ja, ja, Spukgestalt ist stark genug, um uns bestimmt bis Runde 60 durchzutragen, jetzt erstmal alleine. Okay, wir sind jetzt ein kleines bisschen weiter. Ich habe da ein paar mehr Schiffe am Start. Mit den Plantagen sind wir weiter. Im Grunde warten wir jetzt nur noch, bis die Kohle vorankommt. Und wir machen, glaube ich, jetzt halt schon richtig, richtig viel Geld pro Runde. Da müssen wir gleich mal drauf achten. Aber ich meine, mit den Plantagen und den Schiffen rechts müssten wir schon so nah an 100.000 sein pro Runde. Würde ich aus dem Bauch heraus jetzt einfach mal sagen. So, wir sind bei 90.000... Mal sehen, wo wir am Ende sind. Ich kaufe jetzt mal kurz nichts, nur um es zu verfolgen. Ist noch dieselbe Runde? Ist eine andere schon, ne? Oh, ja gut. Das Ding ist, wir machen einfach viel Kohle. Lass uns einfach so festhalten. Wir machen richtig, richtig viel Geld. So. Okay. Gut, wir müssen jetzt aber warten, bis wir so bei 600.000 sind. Weil wir wollen ja was schaffen. Wir wollen ja was schaffen im Leben. So, komm, ich mache einfach mal noch mehr. Warum? So. Wir sind gleich in Runde 80 wieder. Dann habe ich hoffentlich alles voll gemacht im Wasserbereich mit den Schiffen und wir gucken einfach mal, wie viel das dann gibt. Okay. Ich habe jetzt ungefähr voll gemacht, so gut es geht. Oh, hier ist noch ein so
einzelne ein bisschen traurig ist. Komm, ich skill dir mal. So. Okay, wir haben 200.000. Wie viel Kohle haben wir nach der Runde? Ich kann auch mal hier auf Permastadt und skillen. Es ist wirklich egal, weil es verschwindet gleich nach der nächsten Runde, ist wahrscheinlich. Okay. Gucken wir einfach mal, wie viel Geld machen wir? 200.000. Es wird, glaube ich, eine ganze Menge, was wir am Ende machen. Also, wenn wir jetzt nach der Runde nicht bei 300.000 sind, wäre ich verwirrt. Ich glaube, so viel Kohle machen wir schon. 270.000. Okay, also haben wir jetzt 70.000 pro Runde gemacht und das Ding rechts ist ungefähr halb voll. Okay. Gut, dann brauchen wir echt noch ein bisschen. Oh. Das war jetzt der Level 80 Ballon. Der wurde aber einfach geschrumpft hier vom Alchemisten. Jo, ich würde sagen, wir machen schon mal so ein bisschen Vorarbeit, machen den Superaffen schon mal hier hin. Weil den brauchen wir ja, wie gesagt. Die Position finde ich nicht so mega. Finde ich nicht so mega Togo, die Position. Machen es trotzdem mal. Wir verbessern von mir schon mal die Reichweite. Jo, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? So, so, so. Wir warten noch mit der nächsten Skillung. Wir können auch direkt versuchen, den einfach zum Krassen zu machen. Also über 50.000 opfern. Nicht zum Schwarzen, aber zum Krassen. Man kann ja auch einen schwarzen Sonnentempel beschwören. Da brauche ich noch primär eine 50.000 Opferung in der Nähe. Okay, nach der nächsten Runde machen wir es. Nach der nächsten Runde machen wir es. Also die Runde noch und dann ist es soweit, Leute. Dann ist es soweit. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr seid bereit. Denn wir drücken gleich den Knopf. Wir drücken jetzt gleich den großen Knopf. Aber erstmal skillen wir hier einmal zum Sonnentempel. So, müsste überall genug Opferung sein, ne? Ja. Ich will jetzt zum krassen Tempel auch noch machen. So, okay. Easy und schwupp, schwupp. Okay. Und jetzt drücke ich auf den Knopf und achtet mal, was mit den Gebäuden passiert. Und achtet mal, was mit Petfasti passiert und mit dem Tempel. Achtung. Bam. Und bam. So, das ist ein kleiner Affe. Der schraubt. Oh! Ist überflutet. Alle Gebäude links wurden verkauft. Aber wenn wir mal gucken, der Tempel ist noch da. Und wenn wir jetzt mal nach ganz oben gucken, Petfasti ist auch noch da. Petfasti ist immer noch kampfbereit, aber der steht halt unter Wasser. Ich fände gut, wenn seine Stimme auch so blubbernd wäre. Ich fände es besser, wenn es so gewesen wäre, also so Blubbergeräusche. Und der kann übrigens auch angreifen, also der steht ja jetzt nicht einfach nur so. Der konnte vorher nicht angreifen, weil die Wand da jetzt da war. Aber das Spiel rechnet ihn jetzt so ein, als ob er quasi auf dem Wasser steht, deswegen kann er jetzt angreifen, wenn wir mal gucken. Seht ihr? Das ist mega lustig. Und das ist halt noch nicht alles. Ich will ihn noch auf die nächste Stufe bringen, deswegen... Ah, komm, scheiße. Ja, wir machen es richtig. Wir machen es schon richtig, okay. Okay, jetzt müssen wir kurz noch eine Runde warten. Und dann können wir da die Opferung machen. Und dann achte mal, was passiert. Überhaupt, achte mal auf Petfasti da oben. Er steht halt einfach. Müssen wir noch eine Runde warten? Ja, wir müssen noch eine Runde warten. Ich finde das so dumm. Ich finde das so dumm, Petfasti. Er greift aber an, seht ihr? Er macht also Schaden, aber er ist halt unter Wasser und... Es ist so ein bisschen traurig. So ein kleines bisschen traurig. Er gibt sein Bestes, aber er blubbert da vor sich hin. Okay. Machen wir jetzt die Opferung und seid ihr bereit? Und bam. Und bam. Und er... Steht da jetzt. Sein Kopf guckt raus. Und es sieht quasi aus, als ob er so ein bisschen baden würde. Weil wenn wir kurz gucken, wenn er sich mal drehen sollte, vielleicht nach unten... Okay, er guckt nicht nach unten. Er soll mal ein bisschen nach unten gucken. Weil er badet halt einfach wirklich. Ich finde, das ist so lustig. Weil die Hände gucken raus, der Körper guckt raus. Sind wir zu stark? Kann das sein? Also deswegen nie noch. Weil er guckt ja nach unten, wenn von unten einer kommt. Habe ich mein Team zu stark gemacht? Ich verbessere mal fast die so. Stufe 20. Seine Haare gucken raus. Seht ihr da sein. So ein bisschen von seinen Haaren guckt er oben raus. Okay. Ah, guck nach unten, guck nach unten. Seht ihr? Er hat da so gestanden. Als ob er gerade badet und auf seine Plüschente... Es sieht halt aus, als ob er baden würde und auf seine Plüschente wartet. Gummiente. Gummiente, nicht Plüschente. Die gerade im Wasser vorbeifahren soll. Ich fände es auch cool. Bisschen gierig jetzt. Aber wenn der vielleicht auf dieser Map keine Flugzeuge kriegt, die fliegen, sondern vielleicht Schiffe? Goldene Schiffe? Ich weiß nicht warum, ich finde das mega lustig. Okay, komm, ich gebe mal ein paar... Da hast du ein Bötchen... Das Boot ist jetzt sein Spielzeug. Es sieht einfach lustig aus. Es sieht einfach lustig aus. Und Petfasti ist ja auch noch da. Den seht ihr da oben. Also Petfasti ist auch noch da. Er ist halt nur unter Wasser.
Und ja, ich finde das wahnsinnig lustig, wie er einfach da mit seinen kleinen Armen rausguckt. Finde ich mega, mega gut. Ich habe bestimmt auch noch eine Island übersehen, die auch da so ein bisschen im Wasser stehen kann. Oh, das war schon Runde 100. Ist so schnell kaputt gegangen. Ja gut, ist natürlich auch krass. Aber ja, man kann Fitfasti haben, der unter Wasser steht. Man kann einen Superaffen haben, der so ein bisschen badet. Und man kann bestimmt noch was anderes haben, aber ich wüsste von nichts anderem, was man noch machen kann. Kann ja theoretisch mit der mittleren Skillung auf Wasser stehen, aber was passiert denn jetzt? So, Knopf. Knopf, 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 Gym-Knopf. So. Was passiert jetzt mit den Eisaffen? Ah, er wird verkauft, er wird verkauft, er wird verkauft. Er wird einfach verkauft, okay. Gut, ich kann es natürlich immer noch so machen. So, und dann jetzt hier was platzieren. Man kennt's. Aber das ist natürlich was anderes. Ja, Petfasti steht da. Wir können mal die Entwicklung seiner Haare angucken. Weil wir müssten ihn immer ein bisschen mehr sehen, immer ein bisschen besser sehen. Und Level 20. Ja, also seine Haare gucken raus. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hai, finde ich. Ja, und der... Der Sonnentempel steht da einfach. Ich finde es mega lustig. Wann kann man sonst schon mal einen Baden im Sonnentempel sehen? Okay, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls neu bist, lass doch mal ein Abo da. Wie gesagt, ja, ziemlich cool. Dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.